Thorsten? Ja. Patrick? Ja. Azad? Azad? Azad! Wo ist der Martin? Das Auto kommt aus? Düren. Und geht nach? Kambodscha. Und wie kam das Auto hier hin? Der Marc hat's gefahren. Der Daniel hat's gefahren. Der. Ja. Mit dem Flugzeug. Keine Ahnung, was willst du? Was? Ich zeig's euch jetzt. Ja, ach so. Ach so. Ach so. Okay. Jetzt pass mal auf, jetzt guck mal. Morgen! Ja. Hast du mitkommen? Wohin fahren wir jetzt eigentlich? Es ist jetzt hier um die Ecke. Route wird berechnet. Ja, jetzt fahren wir mal dahin. Dann geht's los, ne? So, was sagt er? 110 Kilometer. Was hast du gesagt? Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt 150 verlassen. 50 hatte ich dir gesagt, ungefähr. Wir holen ein Fahrzeug ab. Genau. Okay. Automobil. Und was für eins sagst du mir jetzt oder sagst du mir das später? Oder? Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt. Für wen oder was oder wie oder warum? Für wen ist das Auto? Das verrate ich dir noch nicht. Das kommt zum Schluss. Da steht eine G-Klasse. Da stehen auf jeden Fall schon mal nur Mercedes-Benz. Fast nur. Da vorne ist der Eingang, ja? Genau. Da ist er. Wo? Na da! Wie viele Kilometer hat er? 41,6. Wollen wir fahren? Ja, let's go! Chemie, Chemie, Chemie! Das Auto fährt sich geil! Sehr gut! Azad! Ja, Mann! Hallo. Hi. Hi. Du siehst ja die ganzen schwarzen Teile hier drin, ne? Ja. Mhm. Die werden alle ausgetauscht. Und zwar in Carbon. Klar, sieht ja auch besser aus. Sieht geil aus, ne? Mhm. Und jetzt schau mal, wie viele Teile das eigentlich sind. Das ist das Teil, ja. Das Teil, mhm. Das Teil. Hier ist ein Teil. Und um diese ganzen Teile auszubauen, muss man das ganze Fahrzeug fast zerlegen. Ja? Ja, ist so, ja. Weil die meisten Leute denken sich immer, ach, das ist doch ganz wenig eigentlich. Bekommt ihr eigentlich eine Einzelsitzanlage hinten? Nein. Nicht? Nein. Wisst ihr, was eine Einzelsitzanlage ist? Schaut euch einfach das Video von unserer G-Klasse an. Schau du dir doch das Video mal von der G-Klasse an. Schon. Hast du schon? Ja, ich habe alle Videos gesehen. Alle schon? Ich habe auch fast alle mitgemacht. Stimmt. Patrick, guck mal hier. Ja. Hier ist die Schalteinheit von der G-Klasse. Ja. Wir möchten das ja jetzt tauschen. Also der Kunde möchte gerne einen AMG-Schalthebel drauf haben. Ja, ist doch ganz einfach. Um diesen drauf zu machen, müsste man laut Mercedes dieses Teil muss man kräftig dran ziehen. Ja. Und in der Anleitung steht drin, zu 50% geht die ganze Schalteinheit kaputt. Ja, richtig, weil die Schalteinheit nicht fixiert ist. Die ist ja nur unten drunter festgeschraubt. Das ist ein Teil, das wird über Elektronik wird das geregelt. Genau. Man muss, das ist eine ganz feine Geschichte hier, ne? Nichts Massives, ganz fein. So, das Ding ist, wenn jetzt der Patrick, schaut mal. Damit zieht, kann es passieren, dass er die ganze Schalteinheit kaputt macht. Also auf jeden Fall, wir haben eine Technik entwickelt, um dieses zu vermeiden. Allerdings werde ich euch das nicht zeigen. Weil das ist unsere Technik. Genau. Würde ich sagen. Okay, Patrick, noch eine Sache. Die G-Klasse haben wir ja gerade gesagt, sie bekommen noch Türpinne. Ja. Und. Danke. Die Türverkleidung müssen abgebaut werden. Wir müssen die Türstifte wechseln. Und wir müssen das Interieur aus den Türverkleidungen herausbauen. Yeah.
So, die G-Klasse ist fertig und die G-Klasse geht jetzt zu dem rechtmäßigen Besitzer. Und zwar geht sie wohin? Jürgen, ja? Dieses Fahrzeug da hinten. Weißt du, wo der Kunde herkommt? Der Kunde. Der Kunde kommt aus Kambodscha. Weißt du, wo Kambodscha ist? Krass, oder? Ganz schön weit weg, ne? Was ich cool finde, ich weiß nicht, ob ihr das auch cool findet, also ich fände es auf jeden Fall cool, dass es Menschen gibt, wie uns, die euch eure Autos zusammenstellen oder mal ganz anders. Wir kaufen das Fahrzeug und bauen es dann noch um und schicken euch das ganze Auto. Ist das geil? Ja, ist richtig geil. Vor allem der Wagen war ja vorher die Front, zwar die Facelift-Front dran, aber nicht die 63er-Front. Ja, sag mal, wie oft hast du das jetzt ungefähr schon umgebaut? Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon echt krass, ich, ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, in den zwei Jahren, G-Klasse. Was ich da gemacht habe, keine Ahnung. Krass, ne? Wie oft man das jetzt umgebaut hat schon an sich, die G-Klasse. Und jetzt mit der neuen G-Klasse, da kommen ja auch wieder ganz, ganz viele tolle Sachen auf uns zu. Richtig. Was haben wir jetzt alles geändert? Ich weiß es noch. Ja, ich glaube, ich weiß es auch noch. Also guck mal, ich fange jetzt einfach mal an. Ich fange einfach mal an. Die Front, G63-Optik. Das ist ja wohl einfach. Steht okay. Ja direkt davor. Der Grill? Richtig. Dann haben wir geändert. Im Innenbereich, das ganze Interieur, haben wir ausgetauscht und gegen Carbon getauscht. An den vorderen Türen ist jetzt Carbon, an den Leisten dran, der Haltegriff, da ist Carbon. Du bist Carbon. Du bist auch Carbon. Die Türpin haben wir auch gewechselt. Richtig, AMG. AMG, erst Plastik und jetzt AMG. Schaltknauf? Schaltknauf auch. Hat denn, das ist ja ein 350er Diesel. Richtig. Hat der eigentlich auch schon ab Werk links und rechts diese Auspuffrohre, die jetzt da schön rausgucken? Nein. Nee, ne? Nein, der hat auf der Fahrerseite einfach nur ein Rohr, was nach unten hinweg geht, was du eigentlich so gar nicht siehst. Und jetzt hat er halt die schönen Sidepipes dran. Was mir aufgefallen ist, ich bin gerade mit dem Auto gefahren und der faucht richtig jetzt, ne? Ja, der faucht aber erst dann, wenn der Turbo einsetzt, also wenn mega. Er verlasst ist. Hört sich aber gut an. Ja. Das kriegt man auch nur hin, wenn man den so umbaut. Ja? Ja, anders funktioniert es nicht. Also, bist du quasi G-Klasse-Umbauer? Ja. Oder bist du... Ja. Motorsound haben wir auch noch eingebaut. Krass, ne? Jetzt fährt in Kambodscha ein Fahrzeug mit Motorsound rum. Ein Diesel. Und? Und das Geile ist jetzt eigentlich bei dem Umbau noch mit dabei, wenn du das jetzt so hast mit Active Sound und die Abgasanlage umgebaut bei dem 350 Diesel, was ja dieses Fauchen, was du gerade gehört hast, noch mit dem Active Sound dabei, hört sich einfach nur geil an, vor allem wenn du fährst. So im Stand ist so, ja okay, weil nicht höher dreht wie 2,5, aber im Stand ist das schon, also während der Fahrt ist das schon echt geil. Schönen Gruß nach Kambodscha. Genau. Ihr habt bald ein neues Fahrzeug im Lande. Und wenn ihr es seht, dann immer dran denken. Chave K Design. Ne? Genau. Okay. So. Danke. Tschüss.